Ab wann ist man eigentlich alt? Alt ist doch der, der nicht mehr neugierig ist. Und so richtig alt ist für mich erst, wer sich nicht mehr bewegt. Ich habe das Ruder gerade noch rumgerissen. So konnte es ja auch nicht weitergehen. Zwischen dem Bauch meiner Frau und meinem war ja fast kein Unterschied mehr. Das war mir peinlich. Ich will raus. Jeden Tag was sehen. Und dabei sein, wenn es irgendwo was Neues gibt. Was für mich zum Leben gehört? Meine Freunde. Ja, auch mein Smartphone. Ich geb's zu. Vor ein paar Monaten hatte ich zum ersten Mal Herzstechen. Also bin ich dann zum Check-up, denn krank werden kann ich mir nicht leisten. Der Arzt riet mir zu mehr körperlicher Fitness und Training als Ausgleich. Das regelmäßige Training ist meine Investition in mich selbst, in ein kräftiges Herz-Kreislauf-System, ohne dass ich nicht fit und gesund bleiben würde. Wer sich nicht bewegt, der bewegt ja auch nichts, oder? Und ich will auch was für meinen Körper tun, damit ich echt gut aussehe. Ich habe mich für Training nach Plan entschieden, denn ich kenne mich. Ohne jemanden, der mich zum Dranbleiben motiviert, geht's einfach nicht. Einfach gesund bleiben. Mit einem Immunsystem, das nicht so leicht umhaut.